Weltmeisterschaft im Halbschwergewicht nach Version WBC World Boxing Council. Der Pole Tomasz Adamek verteidigt seinen Titel zum ersten Mal gegen den Deutschen, gegen Thomas Ulrich, unseren großen Hoffnungsträger. Also Nick Benjamin ruft die Boxer in den Ring. Angesetzt auf 12 Runden. Ich rufe in den Ring aus Berlin den Herausforderer und ehemaligen Europameister Thomas Ulrich. Aus Berlin, Thomas Ulrich. Und nun, meine Damen und Herren, begrüßen Sie den WBC-Weltmeister im Halbschwergewicht aus Polen, Tomasz Adamek. Ich möchte Ihnen die Kontrahenten vorstellen. In der roten Ecke, er ist 30 Jahre alt und brachte beim gestrigen Wiegen 79,2 Kilogramm auf die Waage bei einer Größe von 1,85 Meter. Sein Kampfrekord 29 Kämpfe, 28 Siege davon, 19 durch K.O. In seiner Ecke Volker Grill, Christoph Busch, Conny Mittermeier sowie sein Trainer Michael Timm. Aus Berlin, Thomas Ulrich.
in der blauen Ecke. Er ist 29 Jahre alt. Sein offizielles Kampfgewicht 79,2 Kilogramm. Er ist 1,86 Meter groß. Sein Kampfrekord 29 Kämpfe, 29 Siege, davon 20 durch K.O. In seiner Ecke Daniel Milan, Sigi Rosalski, David Escalette und sein Trainer Andrzej Gmitruk aus Polen, der Weltmeister Tomasz Adamek. Ringrichter des Kampfes ist Ian John Lewis aus England. Die Punktrichter Richard E. Flaherty, USA, Anek Hong Ton Kam, Thailand und Guido Cavalieri aus Italien. Und nun, meine Damen und Herren, bitte ich Sie, sich zu erheben für die Nationalhymnen. Michael Timm steht da rechts am Bildrand, dann noch der Berater Werner Lichtenberg. Jetzt kommt der Referee Ian John Lewis aus England und kontrolliert nochmal, dass er den Mundschutz dabei hat, dass der Tiefschutz richtig sitzt, dass die Handschuhe ordentlich verbandagiert wurden und vor allen Dingen, dass da nicht im Nachhinein nochmal was geändert wurde an den Bandagen. Deswegen werden die ja in der Kabine immer abgezeichnet und das muss dann natürlich nochmal kontrolliert werden, ob das dann auch noch wirklich so ist und so geblieben ist, wie das in der Kabine war. Tomasz Adamek. Für ihn ist es heute die erste Titelverteidigung seines Gürtels, den er gegen den Australier Paul Briggs gewonnen hat. Ungeschlagen. 29 Kämpfe, 29 Siege, 20 Knockouts. Und Thomas Ulrich, der hat eine Niederlage gegen Glenn Johnson. Da verlor er vorzeitig im Juli 2001 um den WBO Interconti-Titel. Das Gute daran, nicht so sehr an der Niederlage, aber wenn man den Namen Glenn Johnson
im Hinterkopf hat, dann weiß man, das ist ein bärenstarker Mann. Der hat danach auch noch den WM-Titel beim Verband IBF gewinnen können. Also das zeigt, diese Niederlage bleibt ärgerlich, aber... Watch your heads, kick the punches up. When I shout break, you break clean. And remember, defend yourself at all times. Check ends. Lassen wir schnell Ian John Lewis da auch die letzten Instruktionen sagen. Also diese Niederlage gegen Glenn Johnson ist deshalb vielleicht am Ende doch so eine Situation, die man sich ein bisschen schönreden kann. Gegen so einen starken Mann zu verlieren, das ist vielleicht nicht unbedingt ein negativer Hinweis auf das, was man in der Karriere noch erreichen kann. Tolle Boxtechnik, sehr, sehr guter Athlet, Thomas Ulrich, der auch in der Leichtathletik begann. Viele sagen, die athletischen Werte von ihm hatte bislang in Deutschland kein anderer Boxer. In der Offensive sehr gut, er hat die nötige K.O.-Power, 19 vorzeitige Siege aus 28 Siegen insgesamt. Allerdings manchmal ist die Deckung etwas zu löchrig. Siehe die Niederlage, die vorzeitige gegen Glenn Johnson. Und auch Adamek weiß natürlich, wie sich das anfühlt, wenn man die Gegner hart trifft und dann K.O. schlagen kann. Also muss der Deutsche, muss Thomas Ulrich gewarnt sein. Seit der Niederlage gegen Glenn Johnson gab es einen Sieg über Mohamed Siluwangi. Er hat dann Jove Davis geschlagen, wurde Europameister im Halbschwergewicht, besiegte Graziano Rocchigiani, den großen, mittlerweile großen alten Mann des deutschen Boxens, Ex-Weltmeister, der dann nach Punkten hat schlagen können. Einige weitere Siege, zuletzt gegen Silvio Branco vorzeitig und Matthew Barney. Er fühlt sich also wieder bereit, um größere Aufgaben anzugehen. Und das hier ist eine ordentlich große Aufgabe. Gute Fürhandarbeit von Adamek. Schöne Linke von Ulrich und sofort ist das Publikum natürlich da, aber auch ganz viele polnische Fans für Adamek hier in Düsseldorf mit dabei. Schön, klasse. Gute Linke. Gut ins Ziel gebracht. Und jetzt aufpassen, was da vielleicht noch zum Ende der Runde von Adamek kommt. Gute Eröffnungsrunde des Deutschen. Super Junge. Wen brichst du heute hier? Wen brichst du heute? Schön, der ist erschrocken jetzt. Schön, der ist erschrocken. Step rein mit Jeb, Thomas. Step rein mit Jeb. Hast du gesehen, wie er den frisst? Ja, bomb. Immer wieder. Okay? Mach weiter so. Okay? Das geht. Geh ich durchhaben. Beine ein bisschen locker machen. Sehr schön. So geht das weiter. Du knackst den heute, du packst den heute. Das ist die Taktik, die sie sich da zurechtgelegt haben. Hinter der Führhand und mit dem linken Haken den Gegner beschäftigen. Dann natürlich auch die Schlaghand durchbringen, über die Athletik kommen.
Und das hat in der ersten Runde zumindest sehr, sehr gut funktioniert. Darauf kann man also aufbauen. Schön. Wieder linker Haken, rechte gerade und erneut. Aber nicht stehen bleiben. Nicht stehen bleiben und die Rechte so voll kassieren. Gut weggegangen, die Rechte von Adam Meck vom Weltmeister verhindert und dann selber mit dem Konterschlag dagegen gehalten. Das ist eine klasse Taktik, das sieht gut aus. Vorsicht. Aber noch ist der Weltmeister nicht bezwungen. Er ist nur vielleicht von der Schnelligkeit, vielleicht von der Art und Weise etwas irritiert, aber hier kommt er selber gut durch. Das ist das Problem des Thomas Ulrich. Zu offen ranzugehen. Nur an die Offensive zu denken. Und dabei die Defensive zu vernachlässigen. Gute Rechte. Och, guter Kampf. Die Rechte, gut. Mit links vorbereitet. Der Gegner beschäftigt. Die Deckung an die richtige Stelle verrutschen lassen, um dann mit rechts durchzukommen. Geht ein hohes Tempo. Beide hauen hier schon einiges raus. Auch an Konditionen, die eigentlich vielleicht eher so für Runde 4 geplant waren. Man muss durchmarschieren. Wenn er das Tempo durchgehen kann, Thomas Ulrich, dann bin ich gespannt, wie das bei Adam Meck aussieht. Ob er auch in der Lage ist, diese 12 Runden, dieses Tempo zu gehen. Wie gesagt, der ehemalige Zehnkämpfer, Thomas Ulrich, der hat gute Konditionswerte. Dobrze, nie wytrzyma takiego tempa. Jeżeli lewa ręka ściągnięta, bo bije bezpośrednim prawym. Zobaczcie tym prawym teraz? Nie, okej. Okay. Wyżej lewa, rób swoje. Cały czas na pressingu, bo się cofnąłeś za bardzo, okej? Okay? Nie prostuj się w ataku, w dół. Dwie kombinacje, w dół i jeszcze raz na górę, okej? Akcjon. Żebyś nie prostował się po ataku. Chodzi von dem Mann, der 1996 eine Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen gewonnen hat. Dritte Runde. Stand die Deckung gut. Der Sonny Boy aus Berlin, Thomas Ulrich, den man so gut vermarkten kann. Weil er nicht nur gut aussieht, sondern weil er smart ist, weil er boxen kann. Und deswegen
sind sein Manager, ist seine Promoterfirma Universum davon überzeugt, dass man aus ihm den neuen deutschen Superstar machen kann. Und so ist es vielleicht auch ein bisschen als Omen gedacht, dass man die Weltmeisterschaft im Halbschwergewicht in Düsseldorf ausboxen lässt, da wo auch Henry Maske seinen WM-Titel seinerzeit hat gewinnen können. Extra Trainingsschichten, die er absolviert hat. Thomas Ulrich, der mit diesem Gewichtslimit ja bereits auch Europameister war. Genau wie sein Trainer Michael Timm bei den Amateuren. Ulrich manchmal sehr sensibel, hat ein paar Kämpfe auch schon abgesagt, weil es nicht so super lief in der Vorbereitung. Gute Rechte, die er da kassiert. Da ist er zu offen. Das darf nicht passieren. Jetzt schnell wieder klar werden. Auch das ist gut, wenn man konditionell absolut auf der Höhe ist. Dann kann man sich da schnell wieder fangen. Beweglichkeit im Oberkörper gehört nicht unbedingt zu den Stärken von Tomasz Adamek. Und das ist der Plan gewesen, ihn deswegen gut und hart treffen zu können. Das gelingt auch. Aber Ulrich kassiert auch selber harte Treffer. Komm, Thomas, Thomas, jetzt wird gekontert. Reiz ihn, dass er kommt. Du musst ihn kontern. Ja, immer wieder da sein. Schön, 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 schön. Wenn er kommt, kontert er immer ab mit der Rechten. Hau die Rechte einfach rein, der rennt da genau drauf. Okay? Gleich die Rechte, so wie eben zum Schluss. Gleich die Rechte, so wie eben, aber er meinte nicht diese. Michael Timm, er meinte natürlich die Rechte, mit der Thomas Ulrich gut durchkam. Er wird sich gleich seine Sache nicht mehr sicher sein. Er wird gebrochen. Prawy kończy krzyżowy, jeszcze lewy na górę, później... Druck machen, dranbleiben. Dauerhaft beschäftigen. Und wenn der denkt, so, jetzt ist bestimmt eine kurze Auszeit angesagt, eine kurze Verschnaufpause, dann muss weiter Druck gemacht werden. Es ist noch alles möglich. Aber den Warnschuss hat er bereits bekommen. Das war richtig guter Treffer von Adamek. Profi seit Januar 97 mit einem K.O.-Sieg über Guy Stanford. So ist es losgegangen für Ulrich. Er hat viele Siege bei den Amateuren über große Namen, schlug unter anderem auch Sven Ottke. Aber das sind alles Ergebnisse von gestern oder von vorgestern. Hier zählen heute andere Dinge. Muss gar nicht nur
an die Rechte denken oder nur versuchen, die Rechte ins Ziel zu bringen, denn die Linke, die Führhand, die kommt da auch richtig gut durch. Schön, gut zum Ende. Diese Kombination, man muss nicht immer mit voller Wucht schlagen, sondern hauptsächlich treffen und dann am besten so weggehen, dass man da nicht wieder so getroffen wird. Nur so kriegst du ihn. Ich weiß, es ist hart, Thomas. Ich weiß, es ist hart, aber hinterher freust du dich. Danke. Herzlich willkommen, Corinna. Du drückst ihn. Mit Jab, hast du gesehen, den Step? Mit Jab. Immer reintreten, reintreten, da kommt er. Drück richtig rein, da läuft er genau rauf. Ja, aber komm nicht hoch danach. Und einmal hast du die rechte Eiskalt gegengefeuert. Okay? Such den kürzesten Weg. Fünfte Runde hält gut mit, hält gut dagegen, hatte seine Momente und hat auch die Momente, wo man denkt, da muss er jetzt schnell wieder besser werden. Gute Rechte, die er da ins Ziel bringt. Das sind die Momente, die sein Chefcoach Michael Timm fordert. Gleich kontern, immer dagegen halten mit der Rechten. Die Konter so gut ins Ziel bringen. Linke tief hängen lassen, um Adamek zu ziehen, um ihn zu Aktionen zu verleiten. Das ist eine gute Idee. Und dann braucht man aber auch sofort auch Idee Nummer zwei, nämlich die, wie man davon profitieren will. Ein richtig guter Kampf. So haben sich die Zuschauer das vorgestellt. Und wenn man nicht unbedingt mitfiebert mit dem Deutschen oder mit dem polnischen Weltmeister, dann kann man auch festhalten, das ist ein spannendes Duell. So kann Boxen ganz viel Spaß machen, weil viel passiert, weil beide dann nicht lange fackeln, nicht lange abwarten, sondern bereit sind, mit ihrer guten Technik und der nötigen Schlagkraft auch nach vorne zu marschieren, so wie Ulrich hier, guter Treffer. Und jetzt hinten raus, nicht wieder noch die letzten Aktionen von Adamek einfangen. Dass der nochmal kommt in den letzten 30 Sekunden, ist klar.
Gute Rechte wieder. Ja, mit dem Gong. Der letzte Treffer von Adamec. Der wird sauer, hast du das gemerkt? Der fängt schon schwingt, jawohl. Du hast die beste Kondition. Du bist Herder. Der wird müde gemacht. Thomas, der wird schon fest jetzt. Der ist sauer. Weitet. Immer wieder ein. Okay. Und wenn du da wieder hinten in der Backe, geh nicht so aufrecht. Komm. Es geht nicht anders, Thomas. Komm, du kannst das. Das weißt du aufstehst, das sieht doch gut aus. Nur lass dich nicht so treffen, genau. Komm, du musst denk an den Traum. Komm. Los. Es ist alles offen jetzt hier. Im Kopf. Ja. Du hast noch alle Möglichkeiten. No, bist du super drauf. Gibt doch keinen, du bist super drauf. Deine. Ja, genau. Super drauf. Link 306, Round 6. Regime, Tommy. Box. Zwei gut trainierte Sportler, die entweder Weltmeister werden wollen oder Weltmeister bleiben wollen. Und deswegen ist es ein so gutes und intensives Duell. Immer wieder die Führhände, die durchkommen. Immer wieder der Versuch, dann die Rechte ins Ziel zu bringen. Oder aber hier sofort zum Konter überzugehen. Gut von Thomas Ulrich. Aber er muss den Kopf wegnehmen. Er darf nicht so dastehen und so einfach zu treffen sein. Schöne Linke. Und krachende Rechte von Weltmeister Adamec, die ihn voll erwischt. Ulrich am Boden. Es ist noch eine Minute. Er zählt schnell. Er ist bei 9. Der Kampf ist aus und er ist auch noch wackelig und mitgenommen. Der Kampf ist aus. Der Traum von Thomas Ulrich nach dieser einen rechten, die voll durchkam, zerplatzt. Hat das so gut gemacht. Aber in dem Moment, wo Adamec merkte, dass er hier in die Aktion gehen muss, hat er eben das mit seiner ganzen Klasse auch direkt umgesetzt. Da war er zu leicht zu treffen, Thomas Ulrich. Und anscheinend schlägt dieser Adamec auch richtig hart. Ein, zweimal angeklingelt vorher und hier war dann nichts mehr zu machen. Beherzter Kampf von Ulrich. Erste erfolgreiche Titelverteidigung. Und da war auch gerade Klaus-Peter Kohl, Promoter von Ulrich, der da auch gratuliert. War ein guter Kampf. Da muss man dann auch, wenn es in diesem Falle schwerfällt, sportlich und fair bleiben. Denn er hat das richtig gut gemacht. Er war unter Druck. Da ist er durchmarschiert und hat am Ende die gute Rechte durchgebracht. Hier viel zu offen und dann schlägt er Ulrich praktisch mit den eigenen Mitteln, nämlich mit der Konterattacke, auf die Ulrich eigentlich gesetzt hat, gewartet hat. Hier will er den linken Haken als Konter ins Ziel bringen, aber das hatte Adamec sich vorher ausgeguckt und dann die Möglichkeit genutzt, diese Rechte über die Deckung drüber zu ziehen.
gut durchzubringen und diesen Gürtel auch weiterhin tragen zu dürfen. Tja, er kann schon wieder lächeln. Bitteres Lächeln von Ulrich. Zweite Niederlage, zweite vorzeitige Niederlage von Ulrich. Und im Ausland seinen Titel zu verteidigen, ist immer mit etwas Risiko verbunden. Das hat man ja oft genug schon gehört. Das ist da am Ende, und das ist kein deutsches Phänomen, immer mal wieder enge Punkturteile gab, die dann ganz anders bewertet wurden. Hier erneut der gute Schlag, der perfekte Treffer, der das Ende des Kampfes bedeutete. WBC Präsident, du hast einen tollen Kampf geliefert, du hast großes Herz bewiesen. Du bist jetzt enttäuscht, aber glaub mir, du kannst wiederkommen, sagt der WBC-Präsident. Don King, der vermeidbare Promoter, ist natürlich auch mit dabei. Er hat Adamek unter Vertrag. Das Urteil. Sieger durch K.O. in der sechsten Runde und damit alter und neuer WBC-Weltmeister im Halbschwergewicht aus Polen, Tomasz Adamek. 1 Minute und 57 Sekunden. Das ist die offizielle Zeit in Runde 6. Adamek bleibt Weltmeister, verteidigt seinen WM-Titel im Halbschwergewicht. Im